Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, Sie hörten eingangs das Stück Duetto von François de Vignay, da unter der Darbietung von Ute Jakob Wirthelmer und Patrick Wirthelmer Oboe. Ich möchte Sie alle, die Sie aus Deutschland, Siebenbürgen und anderen Ländern nach Pickelsburg gekommen sind, zur Eröffnung des Heimattags 2019 ganz herzlich begrüßen. Ein Großteil der Gäste kommen aus den beiden südlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern. Mitausrichter des Heimattags in diesem Jahr ist die Landesgruppe Baden-Württemberg, deren Vorsitzende ich bin. Deshalb gestalten vorwiegend siebenbürgische, sächsische Formationen aus Baden-Württemberg das diesjährige Programm. Bayern ist jedes Jahr, die Landesgruppe Bayern ist jedes Jahr Mitausrichter. Wir Siebenbürger Sachsen leben gerne in Baden-Württemberg und sind dankbar, dass rund 100.000 Leute hier eine Heimat gefunden haben. Nach dem Motto des diesjährigen Heimattages, 70 Jahre für die Gemeinschaft, in dieser Zukunft, in deren Zukunft wir auch weiter gemeinsam unterwegs sein wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir zahlreiche Ehrengäste zu unserem Heimattag die Einladung genommen haben und sich mit ihren Anwesenheit uns beehren. Und wenn ich schon von der Einladung spreche, so darf ich und muss ich den Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer stellvertretend für die Bürger der Stadt einen herzlichen Dank zurufen und ihn herzlich begrüßen. Wir wissen es zu schätzen, dass wir in der ehrwürdigen Kulisse und der Infrastruktur der Kreisstadt Pickelsburg unser Treffen feiern können. Mit Ihnen begrüße ich auch die Stadträte und Vertreter der Stadt Pickelsburg. Wir begrüßen die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler, Frau Silvia Stiersdorfer. Ich begrüße Herrn Präsidialbeauftragten Sergio Nistor, der Grußworte des Staatspräsidenten Klaus Johannes aus Rumänien mitgebracht hat. Begrüßen möchte ich den Botschafter Rumäniens in Berlin, Herrn Emil Bureziani. Seien Sie herzlich willkommen. Unterstützt wird er von Frau Julia Romana Chiriac, Generalkonsulin von Rumänien in München. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Herrn Manuel Westphal, Mitglied des Bayerischen Landtags, herzlich. Wir begrüßen in unserer Mitte Dr. Johannes Hörner, stellvertretender Vorsitzender des Landesverband Bayern, des Bundes der Vertriebenen. Das Demokratische Forum der Deutschen ist dieses Jahr bestens mit dem Vorsitzenden Herrn Martin Bottesch vertreten. Herzlich willkommen. Aus unserem Nachbarland begrüßen wir auf dieses Jahr Herrn Konsulent Manfred Schuller, Bundesobmann des Bundesverbandes Siebenbürger Sachsen in Österreich. An dieser Stelle begrüße ich Frau Ilse Welter, Vorsitzende des Verbandes Siebenbürger Sächsischen Heimatortsgemeinschaft. Und ich begrüße Herrn Dr. Bertolt Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben in Deutschland, im Diakonischen Werk der EKD. Ebenfalls begrüßen Herrn Hans Schneider, Mitglied der Gemeinschaft der Evangelischen Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Werk der EKD im Vorstand. Er wird uns heute das Grußwort übergeben.
herzlich willkommen, Herr Diplom-Ingenieur Michael Schmidt, Gründer und Präsident der gleichnamigen Stiftung. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Vorsitzende der siebenbürgischen Einrichtungen in Gundelsheim, Frau Dr. Irmgard Zedler, sehe ich nicht anwesend, oder? Dann und Herrn Honorarprofessor Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Trägervereins im Bürgerliches Kulturzentrum Schloss Horne. Dr. Wolfgang Wolfert ist Ehrenvorsitzender des Verbandes im Bürgerliches Sachsen in Deutschland. Wir begrüßen Sie herzlich mit Gattin. Herr Daniel, Bundesvorsitzender des Verbandes im Bürger Sachsen in Deutschland, ich begrüße dich sowie die weiteren Anwesenden des Bundesvorstandes ebenfalls ganz herzlich. Der Landesverband Baden-Württemberg bedankt sich beim Bundesvorstand für die Beauftragung mit der Mitausrichtung und dem damit verbundenen Vertrauen in uns. Die Vertreter der Presse und Medien heiße ich herzlich willkommen und hoffe, dass Sie von unserem Treffen, Pfingsttreffen, viel in die Öffentlichkeit bringen. Und Positives hoffen wir. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich jetzt an die Moderatoren Bianca Probstorfer und Patrick Werther weitergebe, wünsche ich uns allen schöne Tage und morgen schöne Pfingsten. Dankeschön. Liebe Gäste, auch in unserem Namen ein herzliches Willkommen und Dankeschön, dass wir euch durch das Programm führen dürfen. Als erstes sehen wir einen Auftritt der Dinkelsbürger Marketanterin und des Solotrompeters der Dinkelsbürger Knabenkapelle, Judith Schober und Simon Kubilus. Thank you.
Der Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer hat zum Auftritt der beiden ist das Feld für Sie bestellt. Wir bitten um Ihr Gruß. Wie ich gestern beim Einkaufen war, da war die Schlange in der Kasse etwas länger. Da hieß es von den gebürtigen Dinkelsbühlern, die SPSler, sie sind wieder da. Verehrte Frau Bundesvorsitzende, Herr Daniel, verehrter Ehrenvorsitzender des Verbandes des Siebenbürger Sachsen, Herr Dr. Wolfgang Bonfert, liebe Frau Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Abgeordnete Stiersdorfer und hochverehrte Exzellenz, Herr Botschafter Burziani, liebe Siebenbürger Sachsinnen und Siebenbürger Sachsen, liebe Freunde der Stadt Dinkelsbühl, ich darf Sie auch dieses Mal wieder aufs Herzlichste in Ihrer Hauptstadt in Dinkelsbühl ganz herzlich begrüßen. Das mittelfränkische Dinkelsbühl verwandelt sich ja zu Pfingsten durch Sie immer wieder als eine Stadt der Verbindung von ganz Europa, insbesondere auch Österreich und insbesondere dann natürlich auch die Gäste, die wir aus dem Rumänischen, aus dem Karpatenbogen zu uns bekommen, aber auch Amerika und Kanada ist immer stark vertreten und das finden wir ganz toll. Zum 70. Mal finden dieses Jahr die Heimattage der Siebenbürger Sachsen statt. Und 1951 war es das erste Mal, dass sie die Stadt Dinkelsbühl auserkoren haben. Das heißt, sie sind zum 68. Mal in Dinkelsbühl. Damit, wenn Sie richtig rechnen, stellen Sie fest, dass Sie zweimal fremdgegangen sind. Nachdem das aber Startschwierigkeiten offensichtlich waren und Sie die letzten Jahrzehnte der Stadt treu geblieben sind, sei Ihnen das verziehen. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und ich empfinde das Pfingsten immer als etwas ganz Besonderes, wenn Sie zu uns kommen und wenn Sie alle Ihre Eindrücke und Ihre Erlebnisse des letzten Jahres miteinander austauschen. Das ist was ganz was anderes wie beim Turmbau zu Babel. Sie sprechen alle die gleiche Sprache und haben dadurch auch vieles bewegt. Dafür ein Dankeschön. Wir in Dinkelsbühl akzeptieren dies auch und anders wie zu unseren hochfeierlichen Tagen zur Kinderzecke ziehen wir uns auch ein bisschen aus der Stadt zurück und geben dann auch das Kampffeld Ihnen. Wir kommen dann am Montagabend wieder und freuen uns, dass im Großen und Ganzen alles noch so ist, wie es vorher war. Enge Verbindungen hat die Stadt Dinkelsbühl natürlich durch die Siebenbürger Sachsen, die auch zu uns gekommen sind in den Jahrzehnten nach den tragischen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Aber wir haben natürlich auch ganz enge Verbindungen, weil wir 2001 eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Schäßburg eingegangen sind. Und ich darf sagen, ich freue mich, ich habe immer wieder berichtet, dass dann auch der Kontakt ein bisschen geschliffen worden ist, dass mit der jetzigen politischen Besetzung in Schäßburg die Kontakte wieder enger geworden sind. Wir sind jetzt so eng miteinander verbunden und wir schätzen ja die Weltkulturhauptstadt Schäßburg. Das ist ja das Herausragende, dass Schäßburg dieses Prädikat erreicht hat, so stark, dass wir jetzt auch unsere Feuerwehr-Drehleiter den Schäßburgern geschenkt haben. Und das Wagen war jedenfalls noch in einem so guten Zustand, dass die 1200 Kilometer von den Kollegen aus Schäßburg, von Dinkelsbühl überführt werden konnte und dort auch unfallfrei angekommen ist. Wir haben enge Verbindungen jetzt auch über die Akademie Schäßburg, Schigishoram, ein großes Musik-Event, das im August stattfindet. Auch Musiker unserer Berufsschule für Musik werden dort anwesend sein. Und ich werde wohl dieses Jahr war ja eben im August dann ein bisschen länger mit dem Fahrrad. So wie es ausschaut, werde ich, weil die da unten spielen, dieses Jahr mit dem Fahrrad nach Schäßburg fahren und werden wir natürlich Hermannstadt anschauen. Und wirtschaftlich auch sagen, ich war so begeistert beim letzten Besuch, wie wir über Grundstadt nach Bukarest gefahren sind. Und diese Stadt, die ich bis dahin überhaupt nicht gekannt habe, dass ich auch über Bukarest fahren werde.
Wie ich heute in die Schranne gegangen bin, haben sie mich angeschaut und haben gesagt, ja, schön, dass Sie das Ehrenzeichen tragen. Ich bin ja seit letztem Jahr rumänischer Ehrenleutnant und Bernd Fabricius, ich muss mich entscheiden, jetzt in Siebenbürgen, Sachsen oder Ehrenleutnant, habe ich gedacht, jetzt mache ich in der Früh mal Ehrenleutnant und heute Abend im Rathaus mache ich Siebenbürger, Sachsen Ehrenzeichen dran. Ich habe das ganz bewusst heute angezogen, weil der Bernd Fabricius, der heute zur Festveranstaltung zum Stoßen wird, mir damals gesagt hat, dass damit gewisse Vorzüge auch verbunden sind. Also ich denke, dass ich zwei hoffentlich auf der Fahrradreise nicht in Anspruch nehmen muss. Das ist, glaube ich, der einwöchige kostenlose Kuraufenthalt in Rumänien. Die zweite Vergünstigung hoffentlich auch nicht. Das ist, glaube ich, die kostenlose Begräbnis. Aber vielleicht greife ich auf die dritte Vergünstigung zurück. Ich glaube, man kann kostenlos auch mit der Eisenbahn fahren und deswegen werde ich das Zeichen mitnehmen, wenn ich so geschwächt bin, dass ich vielleicht mal einen Zwischenstopp mache, um zu schauen, wie bei Ihnen die Eisenbahninfrastruktur aufgestellt ist. Nachdem ist der ausdrückliche Wunsch war von anwesenden Damen, wir haben ja festgestellt, dass wir immer mehr für Abgeordnete in die Minderheit geschoben werden. Abgeordneter Westphal bedauert das auch. Und ich gebeten worden bin, mich kurz zu halten, werde ich dies auch tun und nur mit einem Satz auf die europäische Entwicklung eingehen. Ich darf Ihnen sagen, wir gerade in Dinkelsbühl, wo wir mit Rumänien eng verbunden sind, schauen immer mit Sorge auf die Entwicklungen, die wir teilweise in Europa haben. Nicht nur in Frankreich, das darf ich dann sagen, weil wir auch mit Frankreich, mit der Städtepartnerschaft mit Geron engstens verbunden sind, sondern auch in Rumänien. Es liegt an uns, das Erreichte zu bewahren und Sie haben immer hier einen ganz wesentlichen Anteil beigetragen. Es ist hier immer in Dinkelsbühl durch Sie europäische Politik gemacht worden. Dafür ein Dankeschön und nun komme ich, ich hoffe, dass die Erwartungen damit erfüllt sind, an die Kürze meiner Ansprache. Ich habe es zu einem Grußwort reduziert, zum Ende und sage, schöne Tage in Ihrem Dinkelsbühl. Die Stadt gehört jetzt wieder euch und am Montag nehmen wir sie wieder zurück. Herzlichen Dank. Herr Dr. Hammer, vielen herzlichen Dank für die Willkommensbotschaft. Es folgten die Festrede der Abgeordneten des Bayerischen Landtags und der Beauftragten des Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Frau Silvia Stiersdörfer. Sehr geehrte Frau Stiersdörfer, wir freuen uns auf Ihre Ansprache. Ja, ich sage jetzt erst einmal ein ganz, ganz herzliches Grüß Gott, sehr geehrte Frau Bundesvorsitzende, liebe Frau Daniel, lieber Herr Landesvorsitzender aus Baden-Württemberg, lieber Herr Kunert, sehr geehrter Herr Hausherr, wenn ich das so sagen darf, Sie haben zwar jetzt die Stadt abgegeben, lieber Herr Oberbürgermeister, aber Sie wollen sie dann schon wieder zurück, oder? Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich sage das nicht einfach nur so, sondern der Oberbürgermeister stammt aus meiner Heimatregion, aus Regensburg, und deshalb verbindet uns da natürlich auch sehr viel. Sehr geehrter Herr Bischof, Herr Botschafter, lieber Kollege Manuel Westphal, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, liebe Landsleute, wenn ich das so sagen darf, ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen. Ich kann mich erinnern, war neu im Amt als Beauftragte der Staatsregierung und es war eine meiner ersten Reden hier, liebe Frau Daniel. Und wenn ich da hergefahren bin, da war ich, Wahnsinn, was hier los ist in Winkelsbühl. Und deshalb sage ich von meiner Seite her, Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für das Engagement, für den Einsatz, für unsere Heimat, für Ihre Landsmannschaft. Ein herzliches Vergelt's Gott. Über 20.000 Landsleute, Gäste kommen heute zusammen innerhalb Deutschland, so ja, auf der ganzen Welt, wenn ich das so anschaue, aus weiten Teilen zumindest. Und es ist einfach beeindruckend. Beeindruckend ist aber auch, dass eine Landsmannschaft sich hier gegründet hat
heuer 70 Jahre feiert, den 70-jährigen Heimattag und die Heimat im Herzen hat. Die Heimat bewahren, aber die Heimat auch in die Zukunft führen, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor und da haben Sie einen großen Anteil. Und ich freue mich heuer auch außerordentlich, dass ich hier zweimal in Ihre Heimat fahren darf. Einmal, und Herr Schmidt ist hier und er ist auch Gastgeber der Havarland Kulturwoche. Ich freue mich sehr, dass ich nach Deutschkreuz fahren darf. Ich bin das erste Mal dann bei Ihnen. Ich danke Ihnen auch hier für Engagement, für den Einsatz, für Ihre Heimat wiederum in Rumänien. Und ja, ich denke, das ist beispielgebend, dass viele, die sich hier engagieren, hier bei uns, ihre Wurzeln geschlagen haben, in Bayern, in Baden-Württemberg oder in ihrem anderen Bundesland und trotzdem auch immer ihre Heimat in Rumänien im Blick haben, sich hier engagieren für die Menschen, für ihre Landsleute, die dort leben. Dankeschön. Wissen Sie, ich habe selber Wurzeln, vertriebenen Wurzeln, ich bin Vater ist Sudetendeutscher und deshalb weiß ich, was es bedeutet. Und wir hatten gestern die Karlspreisverleihung an die Frau Knobloch in Regensburg und deshalb ist wichtig, dass man, wenn man eine Heimat verliert, und ich möchte diesen Gedanken jetzt zu Ende bringen, man wieder eine neue Heimat findet, diese neue Heimat sich engagiert und sagt, das ist jetzt meine neue Heimat, aber deshalb immer auch den Blick in die alte Heimat hat. Und der Oberbürgermeister hat es schön gesagt, wir sind alle Europäer. Und Europa bedeutet, dass wir gemeinsam eine neue Heimat gefunden haben in Europa. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns für dieses Europa einsetzen, dass wir für dieses Europa leben und dass wir die Möglichkeit haben, in einem freien Europa wählen zu dürfen, die Demokratie aufrechtzuerhalten. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Und ich unterstütze Sie sehr gerne als Ihre Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Ich bringe die besten Grüße unseres Ministerpräsidenten Markus Söder. Und ich soll Ihnen auch sagen, dass Bayern immer ein fester Partner sein wird an Ihrer Seite, Sie unterstützen wird. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön für das, was Sie hier leisten. Der Erfolg Bayerns ist eng mit den 70 Jahren, wo Sie aktiv sind und die Geschichte und die Geschicke Bayerns mitgestalten, eng mit Ihrer Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen verbunden. Danke! Sie leisten viel und wenn ihr, wissen Sie, was mir vor allem beeindruckt, die Jugendarbeit. Eine tolle, tolle Jugendarbeit. Wenn hier junge Menschen stehen auf der Bühne, die das gestalten, danke an Sie, Sie machen das toll. Sie sind beispielgebend. Wir müssen die Jugend unterstützen und fördern. Deshalb ist mir wichtig als Beauftragte auch Geschichtsunterricht weiterzuentwickeln, das Geschichtsbewusstsein miteinander und füreinander. Und vor allem, wir haben eine Erlebnisgeneration, das in die Zukunft zu führen. Es ist ein junger Gedanke und diesen jungen Gedanken in die Zukunft zu führen, ist eine Aufgabenstellung und deshalb bedanke ich mich da ganz ausdrücklich für Ihre Unterstützung. Wir treffen uns, liebe Frau Daniel, zweimal im Jahr im Bayerischen Landtag. Wir tauschen uns aus. Mir ist es wichtig zu wissen, was bewegt Sie, wo kann ich Sie unterstützen. Ich sage Dr. Bernd Fabrizius ganz herzlichen Dank. Wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander. Wir treffen uns regelmäßig, entweder in München oder in Berlin. Ich bin im Aussiedlerbeirat der Bundesebene mit dabei. Bayern hat sich eingesetzt, wenn es um die Rentengerechtigkeit geht. Bayern ist der Motor, dass im Bundesrat es positiv entschieden worden ist. Wir warten jetzt auf die Bundesregierung. Wir setzen alles dran. Diese Rentengerechtigkeit muss gelöst werden zugunsten von Ihnen. Ja, Sie sehen, es gibt wichtige Aufgaben, die wir vor uns haben, aber gemeinsam packen wir es an. Und ich denke, es ist immer wichtig, positiv nach vorne, Herr Botschafter, in die Zukunft zu schauen, was die Beziehungen unserer beiden Länder betrifft. Nur so kann man was aufbauen, etwas Wertvolles aufbauen in der Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen, ja, drei Tage, heute, morgen und am Montag, drei wunderschöne Festtage hier im wunderschönen Winkelsbühl.
lieber Herr Oberbürgermeister, genießen Sie es, feiern Sie gemeinsam, schließen Sie neue Freundschaften. Ich bin an Ihrer Seite. Herzlichen Dank und Gottes Segen für die weitere Zukunft. Frau Stiersdorfer, wir danken für Ihre freundlichen Worte. Als nächstes hören Sie ein Musikstück von Alessandro Pezzozzi. Das heißt, Bundesvorsitzende Frau Hertha Daniel vor ans Podium. Es folgt nun ein äußerst angenehmer und beliebter Programmpunkt, nämlich Ehrungen. Wie Sie alle wissen, ist unser Verband auf ehrenamtlichen Strukturen aufgebaut und könnte nicht bestehen und ohne das Engagement von vielen unter uns. Und wir können all diese Leute und wollen es auch nicht bezahlen. Und als Danke für die vielen Stunden Freizeit, die geopfert werden in unserer Sache, verleihen wir ab und zu Ehrungen in unterschiedlichen Abständen. Und mich freut es ganz besonders, wenn wir mit dieser ehrenamtlichen Arbeit auch Nicht-Siebenbürger anstecken, die sich ehrenamtlich einbringen für verschiedene Veranstaltungen, für unsere Gemeinschaft. Und so freut es mich ganz besonders, heute einen Bürger Winkelsbühls ehren zu dürfen. Es handelt sich um Herrn Günther Schürlein. Darf ich Sie zu mir bitten, Herr Schürlein? Herr Schürlein, Sie waren lange Jahre Leiter des Fremdenverkehrsamtes bzw. Des Touristikservices Winkelsbühl und haben in dieser Funktion die Stadt Winkelsbühl in unserem Heimattagausschuss vertreten. Der Heimattagausschuss, für alle, die es nicht wissen, ist eine Gruppe von sehr engagierten ehrenamtlichen Mitgliedern, die dafür sorgen, dass Sie einen
wunderschönen und unbeschwerten Heimattag jedes Jahr hier in Dinkelsbühl erleben können. Dort in diesem Heimattagausschuss haben Sie, Herr Stürlein, sich immer mit hervorragenden Ideen eingebracht, insbesondere in den Fällen, wenn es darum ging, vor einem schier unlösbaren Problem zu stehen. Sie hatten immer einen guten Rat oder eine Idee, wie etwas bewerkstelligt werden könnte, sodass alle mit dieser Lösung zufrieden waren. Sie waren Ansprechpartner in allen Fragen, die unsere Zusammenarbeit mit der Stadt Dinkelsbühl betrafen, und waren eine große Hilfe für den jeweiligen Organisationsreferenten unseres Verbandes beim Organisieren unserer Heimattage in Dinkelsbühl. Wir alle kennen Sie als stets zuverlässigen Partner. Sie sind eine Persönlichkeit, die sich nie in den Vordergrund stellt, die aber im Hintergrund alle Fäden fest in der Hand hält und mit Rat und Tat alle unterstützt hat. Und nicht zuletzt. Und nicht zuletzt haben auch Sie dazu beigetragen, dass Dinkelsbühl für uns alle attraktiv ist, sodass wir weiterhin gerne in Ihre Stadt kommen, um hier unseren Heimattag, aber auch unsere Treffen der Heimatortgemeinschaften und zahlreichen Klassentreffen hier zu feiern. Dafür danke ich Ihnen im Namen unseres Verbandes und habe die große Freude, Ihnen das goldene Ehrenwappen zu überreichen. Ich verlese den Text der Urkunde. Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Das goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wird verliehen Herrn Günther Schürlein in Würdigung seines langjährigen Engagements für die Heimattage der Siebenbürger Sachsen, insbesondere als Anerkennung seines erfolgreichen Wirkens als Vertreter der Stadt Dinkelsbühl in unserem Heimattagausschuss. Dinkelsbühl, den 8. Juni 2019, die Bundesvorsitzende. Liebe Siebenbürgerinnen und Siebenbürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich für die Ehrung bedanken. Ich habe gelesen, 70 Jahre Heimattage in Dinkelsbühl, 40 Jahre war ich dabei, durfte mit organisieren, durfte mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn man sagt, naja, das ist jetzt ein Job beim Touristikservice. Es hat Spaß gemacht, warum? Weil von ihrer Seite her hatten wir immer faire Partner, man konnte über alles reden, wenn es möglich war, hat man das auch alles bewerkstelligt. Und Sie wissen, wenn man ausschaltet, dann kommen auch Namen einem ins Gedächtnis, also wann ist es denn angegangen? Ich habe ein bisschen heute früh nachgeschaut, ich denke an Herrn Sommerburger, ich denke an unseren Freund Johann Schuller, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, oder auch mit Horst Wellmann, aber auch von der Seite von München. Mit Herrn Pastior haben wir gut zusammengearbeitet, mit Herrn Eckhard Gräf. Es waren immer Leute an führender Stelle, mit denen immer ein offenes Ohr hatten und die man gerne anruft und mit denen man gerne Sachen bespricht. Ich wünsche dem Heimattag einen guten Verlauf und noch viele, viele gute Heimattage in Zukunft. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wenn man zu einer Veranstaltung der Landesgruppe NRW fährt, dann hört man immer wieder einen Namen. Heike, wo ist dies? Heike, wo finde ich das? Heike, was müssen wir jetzt machen? Wer ist diese Heike? Ich glaube, Sie kennen sie alle. Hier in Dinkelsbühl hat sie auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben übernommen. Das ist unsere liebe Heike Mai-Lehm. Darf ich dich nach vorne bitten?
die meisten wissen auch, was sie für unsere Gemeinschaft geleistet hat. Ich möchte trotzdem einige wichtige Etappen erwähnen. Beginnen wir mit der Konfirmation 1987. Da bist du in die siebenbürgisch-sächsische Bruder- und Schwesterschaft Zetterich eingetreten. Der hast du bis 2000 angehört, mehrere Jahre davon als Altmagd, das heißt Vorsitzende. 2001 wurde Heike Maileni in die Landesjugendleitung der SJT NRW gewählt. Von 2004 bis 2018 war sie Landesjugendleiterin. In diese Zeit fielen unter anderem regelmäßige Aktionen vor Ostern und Weihnachten mit Kindern, ganz wichtig, mit Kindern, nicht nur mit Jugendlichen, auf Landesebene und die geglückte Reaktivierung der früheren Tanzseminare auf Landesebene ab 2015. In der Bundesjugendleitung war Heike mehrere Jahre für die Mitgliederverwaltung zuständig. Im Landesvorstand der Landesgruppe NRW bekleidet Heike Maileni seit 2002 das Amt der Schriftführerin und seit 2014 das Amt der Landeskulturreferentin. In dieser Funktion hat sie den entscheidenden Anteil an der Durchführung vieler Veranstaltungen auf Landesebene, Lesungen, Filmabende, Ausstellungen, größere Landesveranstaltungen und Ähnliches. Wenn es um das Thema der Organisation geht, hat sie immer eine Lösung zur Hand. Dafür wird sie sehr geschätzt und davon konnte ich mich auch einige Male überzeugen. Für den Heimattag in Dinkelsbühl ist Heike Maileni seit 2007 mit der Organisation des Abzeichenverkaufs aktiv. Sie sorgt seither für dessen reibungslosen Verlauf und für den sehr wichtigen Aspekt der finanziellen Seite des Heimattages. Seit 2014 hat sie auch die Verantwortung für den sehr beliebten Siebenbürgenmarkt in Spitalhof übernommen. Diesen hat sie stetig verbessert und er wird seit mehreren Jahren zur vollsten Zufriedenheit der örtlichen Behörden durchgeführt. Ich höre keinen Widerspruch von Herrn Oberbürgermeister. 2010 wurde Heike Maileni mit dem silbernen Ehrenwappen seitens der Landesgruppe NRW geehrt und heute erhält sie das goldene Ehrenwappen des Verbandes. Ich verlese den Text der Urkunde. Das goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wird verliehen Frau Heike Maileni in Würdigung ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements im Dienste unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, als Anerkennung ihres erfolgreichen Wirkens bei der Gestaltung des Heimattages und in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten innerhalb unseres Verbandes. Alle aufzuführen, das hätte die eine Seite nicht gereicht. Dinkelsbühl, den 8. Juni 2019, die Bundesvorsitzende. Und es geht weiter mit Ehrungen. Wenn mein Wortbeitrag zu lange wird, trage nicht ich Schuld daran, sondern diejenigen, die geehrt werden, die haben eben zu viel gemacht für unseren Verband. Ich freue mich sehr, Frau Inwelde Juchum mit dem goldenen Ehrenwappen auszuzeichnen. Darf ich dich hochbitten? Inwelde war stellvertretende Bundesjugendleiterin von 2004 bis 2010 und Kulturreferentin der SJT von 2002 bis 2010. Landesjugendleiterin Hessen, der Landesgruppe Hessen von 1998 und zusätzlich ab 2002 auch Kulturreferentin.
Das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden der Landesgruppe Hessen bekleidete sie von 2006 bis 2009. Ab 2009 wurde sie zur Landesvorsitzenden der Landesgruppe Hessen gewählt. In dieser Funktion hat sie mehrtägige Klausurtagungen eingeführt. Ebenso wurden in ihrer Amtszeit die Beziehungen zum BDV Hessen wiederbelebt und auf eine neue Ebene gestellt. Beim Heimattag war sie einige Jahre verantwortlich für Unser Nachwuchs präsentiert sich von 2003 bis 2010. In Welde hat sich dafür das gute Gelingen eingesetzt. Die Arbeit mit Kindern und für Kinder war ihr immer sehr wichtig. Und nun zeichnet sie seit 2010 verantwortlich für das Festzelt, das sich nach wie vor über regen Zuspruch erfreut. Das Festzelt kennen die meisten von Ihnen. Besuchen Sie es. In Welde hat immer wunderbare Ideen mit Musikstars, die sie einlädt. Und dieses Festzelt wird seit einigen Jahren auch am Freitag besucht. Das silberne Ehrenwappen hat in Welde bereits erhalten, gleichfalls das goldene. Und heute wird sie mit einer Anerkennungsurkunde geehrt. Ich verlese den Text. Urkunde, Frau Inwelde Juchum hat in den mehr als 20 Jahren Mitgliedschaft im Verband als Landesjugendleiterin, als stellvertretende Bundesjugendleiterin und als Vorsitzende der Landesgruppe Hessen mit viel Engagement, Kreativität und Hilfsbereitschaft Vorbildliches geleistet. Beispielgebend hat sie die Verantwortung für den reibungslosen Betrieb des Festzeltes am Heimattag seit 2010 übernommen. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung wird ihr diese Urkunde verliehen. Dinkelspiel, 8. Juni 2019, die Bundesvorsitzende. Ich danke ganz herzlich. Aber ohne die Unterstützung vieler Helfer aus meinem Umfeld würde das Ganze gar nicht so funktionieren in diesem Ausmaß. Und ich danke auch den Helfern und hoffe, dass sie mir weiterhin treu bleiben und auch die nächsten Jahre zur Seite stehen. Vielen Dank. Präsidialberater wird das Grußwort des rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis Grünner. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ehrengäste, verehrte Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude, in diesem Jahr erneut in Ihrer Mitte zu sein und Ihnen den Gruß von Herrn Stadtpräsidenten Klaus Iohannis zu überbringen. Auch wenn er leider nicht in Dinkelsburg anwesend sein kann, so ist Präsident Iohannis dem Heimattag und Ihnen allen sehr verbunden. Das hat er jedes Mal gezeigt, als er gar in Dinkelsburg war. Seit 2019 ist ein wichtiges Jahr für Rumänien. Im ersten Halbjahr hat unser Land die EU-Ratspräsidentschaft inne. Präsident Iohannis spielt dabei eine wichtige Rolle. Dies wurde am Europatag, dem 9. Mai, anlässlich des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Hermannstadt deutlich. Bereits 2007 stand Hermannstadt in Rampenlicht. Im Jahr des Beitritts Rumäniens zur Europäischen Union war die Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen gemeinsam mit Luxemburg europäische Kulturhauptstadt. Wir erinnern uns sehr gerne an diese Zeit
und an den Erfolg dieses Projektes. 2019, 12 Jahre später, stand die Stadt anlässlich der ersten EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens wieder im Rampenlicht und zeigte das positive, pro-europäische Gesicht Rumäniens. Damals, wie heute, spielt Präsident Iohannis dabei eine entscheidende Rolle als Garant des europäischen Weges Rumäniens. Die Europawahlen haben gezeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Bürger Rumäniens den proeuropäischen Kurs des Landes unterstützen, der synonym ist mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand. Auch das gleichzeitig stattgefundene Referendum zur Justiz in Rumänien hatte eine deutliche Botschaft in diesem Sinne und ist eine Bestätigung für die Politik, die der Präsident repräsentiert. Allerdings haben die Wahlen auch gezeigt, dass die Organisation des Wahlvorgangs für die Ausländer Rumänien an vielen Orten große Defizite hatte, die auch von Präsident Iohannis scharf kritisiert werden. Erst vor wenigen Tagen fand in Rumänien ein historisches Ereignis statt, der dreitägige Besuch von Papst Franziskus. Die besondere Herzlichkeit, mit der Papst empfangen wurde, zeigt, dass die rumänische Gesellschaft sehr aufgeschlossen ist und die Kultur das Dialog schätzt. Sehr geehrte Damen und Herren, auch hier im Dinkelsburg wird seit 70 Jahren diese Kultur des Dialogs gepflegt. Bauen Sie weiterhin Brücken zu den anderen, so wie Sie es seit so vielen Jahrzehnten getan haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Heimattag im Jahr des Jubiläums Ihres Verbandes. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Grußworte. Es folgt nun das Grußwort von Emil Hurisianu, der rumänische Botschafter in Deutschland. Geehrte Gäste, liebes Publikum, geehrte Frau Bundespräsidentin, lieber Herr Oberbürgermeister, ich nehme die Organismen nicht, also es klingt viel besser. Liebe Frau Beauftragte des Landes Bayern für Minderheiten, es ist mir eine Ehre, Sie an Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsburg begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, diesen so traditionsreichen Tag wieder in diesem Saal zu feiern, in dem ich vor einem Jahr zwei so bedeutende Persönlichkeiten für die deutsch-rumänischen Beziehungen gewürdigt habe. Frau Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, und Herrn Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsburg. Ich komme nach Dinkelsbühl zum Pfingsttag und Heimattag der Siebenbürger Sachsen zum 10. Mal. In den letzten 4 Jahren bin ich als Botschafter hier gewesen, vor 35 Jahren aber als Redakteur beim Radio Free Europe. Damals schon habe ich auf dem Weg des Münchner Senders regelmäßig über die europäische zivilisatorische Rolle der Siebenbürger Sachsen in der Geschichte Rumäniens gesprochen und auch über die negativen Folgen ihres Abschiedes von Rumänien für Rumänien. Es ist ein dramatisches Paradoxon für unsere gemeinsame Geschichte, dass das Leben sich für die meisten ausgewanderten Rumänien-Deutschen in Deutschland individuell gebessert hat, während die Auswanderung für die historische deutsche Nation aus Siebenbürgen und für Rumänien ein irreparabler Verlust bleibt. Wir befinden uns glücklicherweise immer noch nach 1989
in derselben gemeinsamen Welt. Mehr noch, denn Rumänien hat zurzeit den rumänischen EU-Vorsitz inne. Und wir haben schwierige Momente überwunden, wie den Ablauf der Europawahlen in einigen Städten in Europa und Deutschland, bei denen nicht alle rumänischen Wähler dazu gekommen sind, ihre Stimme abzugeben. Ich als Botschafter von Rumänien in Deutschland habe mich öffentlich offiziell für die Unannehmlichkeiten in manchen Städten bei der Wahl entschuldigt. Zunächst bei den Wählern, die auch nach stundenlangem Warten nicht mehr dazu gekommen sind zu wählen. Ich habe mich auch bei den offiziellen und öffentlichen Behörden bedankt, bei der deutschen Polizei ausdrücklich für die tolle Zusammenarbeit, die es ermöglicht hat, in Berlin und München zum Beispiel trotz der sichtbaren Schwierigkeiten den Ablauf des Wahlprozesses länger als ursprünglich erlaubt zu unterstützen. Übrigens haben die Rumänen am 26. Mai nicht nur mehrheitlich pro-europäisch für das neue Europäische Parlament gestimmt, sondern auch die Ja-Stimme in einem vom Präsidenten Iohannis initiierten Referendum für die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz im Namen der europäischen Werte abgegeben. Ein anderer Beweis dieses tiefst überzeugten Bekenntnisses zu Europa wurde auch vor kurzem in Hermannstadt gegeben durch die Erklärung von Sibiu bei dem europäischen Gipfel am 9. Mai 2019. Dort am Großen Ring, dem Hauptplatz der Stadt, nach dem Reden haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs versammelt und ein starkes Signal der Einheit und des Zusammenhalts gesetzt. Was für eine höchst verdiente, wunderbare Anerkennung, dass Sibiu 2007 zur ersten Kulturhauptstadt im Südosten Europas und am 9. Mai 2019 zum Ort eines der wichtigsten Treffen für die internationale Zukunft gewählt wurde. Es ist auch die vorwiegend deutsche, siebenbürgische, europäische Geschichte dieser Stadt, die dahinter steckt. Natürlich auch die lange Tradition dieser fast tausendjährigen Stadt, ehemalige Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen, inzwischen eine der blühendsten Städte Rumäniens. Wir Hermannstädter, Deutsche und Rumänen. Und wir sollen eigentlich auch diese Errungenschaften unterstreichen, die nicht nur auf uns, sondern auf alle Siebenbürger zurückzuführen sind. Auf sie, die in Dinkelsbühl am Pfingsttag, den Geist der Tradition Jahr für Jahr in Freiheit und Solidarität aufrechterhalten haben. Jahr für Jahr, Stein auf Stein, so wird langfristig solide gebaut. Und nicht nur Mauer, die uns trennen, sondern auch Brücken, die uns zusammenführen, kann man auf diese Art und Weise bauen. Das hat die deutsche Minderheit in Rumänien über Jahrhunderte hinweg gemacht. Ich freue mich auch, dass ich in nur ein paar Tagen auch in Sibiu die 22. Deutsch-Rumänische Regierungskommission für Angelegenheit der deutschen Minderheit in Rumänien tragen wird, unter der Leitung von Herrn Dr. Ben Fabricius, Beauftragter der Bundesregierung für Ausländerfragen und nationale Minderheiten, und vom Herrn George Ciamba, Minister für europäische Angelegenheiten von Rumänien. Seit 1992, ohne Unterbrechung, tagt diese Kommission jährlich, um die Situation zwischen der rumänischen Staat und der deutschen Minderheit auf eine offene und konstruktive Weise zu besprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht ohne Stolz und Bescheidenheit möchte ich Ihnen in Erinnerung ein wichtiges kulturelles Ereignis bringen. Es geht um die Ausstellung Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen, die die Botschaft von Rumänien in Berlin im November 2016 zum ersten Mal der Öffentlichkeit in Deutschland gezeigt hat. Seit dann reiste sie mit viel Erfolg durch zahlreiche rumänische und deutsche Städte und die Botschaft hat sie ständig in einer Form oder anderen erfolgreich begleitet und unterstützt. Die mehrere hundert Jahre alten Kirchenburgen von Siebenbürgen, Sachsen, errichtet für die Verteidigung der Gemeinde, Nachweis einer deutschen und europäischen Zivilisation der Religion, sind heute Bestandteil der Kulturerbes des rumänischen Staates.
Ich stelle diese Realität mit großer Freude, dennoch auch als immense Pflicht fest. Wir freuen uns, diese Denkmäler zu haben. Aber gleichzeitig wissen und wollen wir ihren Fortbestand, ihre historische, kulturelle und seelische Rolle für die nächsten Generationen schützen und sichern. Verehrte Damen und Herren, die Verbindungen zwischen unseren Ländern sind stark, belastbar, vielfältig und haben als Grundlage viele gemeinsame Erfolge, aber auch den Wunsch, zusammen eine bessere Zukunft für Europa zu gestalten. Ich freue mich an dieser Stelle, auch wenn die Zeit dafür viel zu kurz ist, die exzellenten persönlichen Beziehungen zu Vertretern der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu erwähnen, zum Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Herr Dr. Fabricius, zu Frau Hertha Daniel, Bundesvorsitzenden des Verbandes, zu Herrn Greff, ehemaliger Bundesgeschäftsführer des Verbandes, aber auch zu verschiedenen politischen, religiösen, hochkarätigen Vertretern aus Rumänien, zum Bischof der Evangelischen Kirche AB, Reinhard Hui, zum Herrn Martin Botesch, zu dem Abgeordneten des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganz, zum Präsidenten des Forums, Paul Jürgen Bohr, zu dem Präsidenten der Michael Schmidt Stiftung, Herrn Michael Schmidt. Meine ehemaligen Schulkameraden in Hermannstädter Vierter Theresianum, Bernd Fabricius und Herr Greff, sind nicht mehr direkt im Verband tätig. Frau Bundesvorsitzende Daniel bereitet sich auch vor, ihre Stelle anderen zu überlassen. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück, gut verdiente, heitere Tage. Und den Neukommenden wünsche ich viel Mut und Erfolg beim Erhalt dieser wichtigen Tradition. Vor 3 Jahren hatte ich die Initiative eines Treffens zwischen Peter Dietmar Leber, Hertha Daniel, Bert Fabricius und dem rumänischen Präsidenten der Restitutionsbehörde, Herrn Dr. George Băieșu aus Bukarest. Damals entstand ein Rahmen einer direkten Stellenkommunikation, die funktioniert hat, trotz der Schwierigkeiten und die dazu beigetragen hat, dass die Restitutionsansprüche einen annehmbaren Wartehorizont bekommen haben. Nicht zuletzt möchte ich auch mit größter Genugtuung die Zusammenarbeit mit der Siebenbürgischen Zeitung, eine ständig interessante, sehr gut geschriebene Zeitung, in der man Spannendes zu lesen findet, auch wenn man nicht unbedingt Sachse und Mitglied des Verbandes ist, sondern nur ein alter, guter Freund. Sie haben es richtig erraten, ich beschreibe mich selbst. Die Rolle der deutschen Minderheit ist selbst durch unseren Nationalfeiertag anerkannt, denn an diesem Tag, am 1. Dezember 1918, Vertreter aller Parteien waren dabei, die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien war auch die Option der deutschen Minderheit, die als erste bei der Nationalversammlung in Mediasch im Januar 1919 dafür gestimmt hat. Damals ist nicht nur der rumänische moderne Staat entstanden, sondern auch die Solidarität eines Volkes in einer gesamten Diversität unumkehrbar bewiesen. Die 100 Jahre seit der Gründung des rumänischen modernen Staates waren Jahre gemeinsamer Freude und gemeinsamer Schwierigkeiten, sowohl für die Mehrheit als auch für die deutsche Minderheit. Wir sind damit aber einverstanden, dass die Minderheiten durch ihre Natur selbst und besonders in diesem historischen Kontext der letzten 100 Jahre die Versuchungen der Geschichte viel schmerzhafter empfunden haben. Auch in diesem Kontext möchte ich meine Dankbarkeit und meine Solidarität für Sie und mit Ihnen gemeinsam ausdrücken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das Grußwort. Als nächstes hören wir das Grußwort von Martin Botesch, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen. Herr Botesch,
Dankeschön. Bitte nehmen Sie Grüße von unserem Heimattag nach Siebenbürgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Ehrengäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Heimattag. Ich überbringe Ihnen die Grüße des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen. Der Name Siebenbürgen hat seinen guten Klang für uns bewahrt. Wir schätzen unsere Heimat und stehen zu ihr, auch wenn manchmal bedenkliche Entwicklungen stattfinden. Auf längere Sicht, glaube ich, ist ein Optimismus jedoch gerechtfertigt, zumal hin und wieder Korrekturen auf politischer Ebene möglich sind, wie es auch bei den unlängst stattgefundenen Europawahlen geschehen ist. Siebenbürgen ist das Land unserer Geschichte, aber auch unserer Gegenwart. Das Land, in dem wir verschiedene vertraute Sprachen hören von Menschen, deren Wesen wir kennen und wo den anderen auch unsere Sprache vertraut klingt und man uns akzeptiert. Die kulturelle Vielfalt gehört seit jeher zu Siebenbürgen. Sie zu erhalten sollte ein Ziel aller seiner Einwohner sein. Siebenbürgen soll jedoch auch das Land unserer Zukunft sein. Unlängst hat das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien eine Strategie verabschiedet, die für seine Tätigkeit im kommenden Jahrzehnt und darüber hinaus gelten soll. Es ist offensichtlich, dass wir, die in der Heimat Verbliebenen, den Erhalt des reichen siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes nicht allein sichern können. Deshalb setzen wir uns für die Implikation der Mehrheitsbevölkerung und des Staates ein, werben aber auch für eine starke Bindung unserer ausgewanderten Landsleute an Siebenbürgen. Wir möchten vor allem das Interesse der Jugendlichen am Land ihrer Vorfahren wecken und sie auffordern, die heute vorhandene Mobilität zu nutzen, um für längere oder kürzere Zeit in Siebenbürgen zu weilen. Dazu haben wir zusammen mit Herrn Bischof Reinhard Schwieg vor einem Jahr einen Aufruf veröffentlicht. Das gleiche Ziel hatte auch das große Sachsentreffen von 2017 und wir werden mit diesen Bemühungen fortfahren. Im Jahr 2021 soll in Heimatstadt ein nächstes großes Sachsentreffen stattfinden, das wir wiederum gemeinsam mit den Verbänden der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Österreich, mit dem HOG-Verband sowie mit der Evangelischen Kirche AB in Rumänien veranstalten wollen. Doch warten Sie nicht bloß auf die großen Sachsentreffen. Wir laden auch zu den alljährlich stattfindenden Treffen ein. Das nächste findet am 21. und 22. September dieses Jahres in Bistritz statt und wird zusammen mit der Regionalgruppe Nordsiebenbürgen des HOG-Verbands vorbereitet. Ich schließe mit dem Wunsch, dass es uns mit vereinten Kräften gelingen möge, die siebenbürgisch-sächsischen Werte an zukünftige Generationen weiterzugeben. Ich wünsche allen einen schönen Heimattag. Vielen Dank, Herr Bottesch, für Ihr Grußwort. Als nächstes hören wir ein Grußwort von dem Konsumenten Manfred Schuller, der Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich. So bald bin ich noch nie dran gewesen. Sehr geehrte Vertreter der Evangelischen Kirche, sehr geehrte Botschafter, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hammer, also ein SPSler habe ich noch nicht gehört. In Österreich würde man sagen SMSler, aber da ist nicht das digitale Short Message Service gemeint, sondern ganz einfach Schuler Manfred Sittenbürger. Sehr geehrte Frau Bundesvorsitzende, Herr Daniel, sehr geehrte Ehrengäste, ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken nach Dinkelsbühl in diese schöne Kreisstadt und überbringe wie alljährlich die Pfingstgrüße unserer Landsleute aus Österreich. Ich begrüße auch eine große Abordnung unserer Siebenbürger aus Oberösterreich, aus Traun und aus den anderen
Bundesländern, an jeder, der sich aufgemacht hat. Zur Politik. Ich möchte natürlich den Geehrten sehr herzlich gratulieren. Es ist mir wieder eine Freude, wenn man auch nach jahrzehntelanger Arbeit mal in den Vordergrund rückt. Und ich möchte auch von österreichischer Seite sehr, sehr herzlich gratulieren. Also zur politischen Lage in Österreich möchte ich mich nicht hinauslehnen. Aber ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Nach der letzten EU-Ratsvorsitz in Österreich ist die politische Lage bzw. die Regierung gestürzt worden. Ich hoffe, das findet nicht irgendwelche Nachahmungen für andere Länder. Aber auf den Gemeinschaftssinn, der dieses Motto des Heimattages kürt, möchte ich schon was sagen. Der Gemeinschaftssinn, an erster Stelle eigentlich der evangelische Glaube, aber an zweiter Stelle der Gemeinschaftssinn, war genau die Kraft oder die Kräfte, die mobilisiert wurden, als 1944 die Nordseebürger sich auf die Reise in den Westen machten. Der Gemeinschaftssinn deswegen, weil genau in dieser Zeit diese Gemeinschaft so wichtig war, dass in den darauffolgenden Jahren, 10 Jahre als Displaced Persons in Österreich, dieser Gemeinschaft sind dahin geführt worden, dass die ganzen Verbände gegründet wurden. So wie 1949 in Deutschland, so waren 5 Jahre später die Verbandsgründung in Österreich. Mit dieser Verbandsgründung hat man gewusst, dass das Ziel die Gemeinschaft sein muss und es auch heute noch ist. Man sieht es an diesen vielen Heimattagen. Wenn Gemeinschaft gepflegt wird, dann kommen die Leute zusammen, nicht nur um zu essen und zu trinken und zu feiern, das auch. Aber sie kommen auch zusammen, um diese herzlichen Begegnungen wieder aufzuwärmen und ins Herz sich einbrennen zu lassen, möchte ich fast sagen, weil genau aus diesem Grunde sich die Siebenbürger Sachsen auf der ganzen Welt verstehen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn in manchen Regierungen Siebenbürger Sachsen sitzen würden, weil vielleicht könnte dadurch vielleicht als Vorzeigebeispiel so manches vielleicht verhindert werden. Aber es sind ein bisschen viel vielleicht. Und so bleibt in unserem Herzen dieses Treffen, das alljährlich die Menschen zusammen ruft. An die 20.000 soll es dieses Wochenende werden. Wir hatten sogar schon mehr, mal weniger. Aber es ist eine Herzlichkeit, die wirklich sondergleichen sucht. Und das ist die Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft, wie wir sie gelernt haben von unseren Großeltern und von unseren Eltern, dass man nicht nur das soziale Engagement schätzt, sondern einfach die Gemeinschaft pflegt. Und deswegen stehe ich auch hier, auch wenn ich vor 50 Jahren, nicht ganz 47 Jahren, das erste Mal in Dinkelsbühl war, also eigentlich länger wieder Herr Oberbürgermeister. Aber ich werde auch seine Stadt besuchen, Regensburg, in 2 Wochen zum Kronenfest. Aber auf jeden Fall war diese Reise damals auch irgendwie prägend und man sah die Gemeinschaft und man spürte die Gemeinschaft und was man im Herzen spürt, das bleibt einem. Und so möchte ich euch allen ein frohes Pfingstfest wünschen, dieses Wochenende, und danke für jede einzelne Begegnung, die ich hier in Dinkelsbühl erfahren darf. Anschließend möchte ich noch erwähnen, zu guter Letzt, das Föderationsjugendlager der Siebenbürger Sachsen wird vom 19. Juli bis 3. August in Österreich stattfinden. Verfolgt uns auf Facebook, SMS hat man schon. Aber wo immer wir zugegen sein werden, es wird ein eigenes Medialprojekt geben, unsere Hanna Roth wird die Gesamtkoordination für dieses Jugendlager übernehmen. Wir freuen uns auf viele Begegnungen und freuen uns auf ein tolles Jugendlager und auf eine gute Berichterstattung der Siebenbürger Zeitung. Ich wünsche alles Gute. Danke. Vielen Dank für das freundliche Grußwort. Als nächstes hören wir das Grußwort von Herrn Manuel Westphal, Mitglied des Bayerischen Landtags.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundesvorsitzende, liebe Mit- und Ehrengäste, vor allem aber liebe Siebenbürger Freunde. Ich möchte Sie auch ganz persönlich heute hier zu Ihrem Heimattag in Siebenbürgen begrüßen, willkommen heißen. Und ich darf die besten Grüße nicht nur von mir persönlich überbringen, sondern auch von der gesamten CSU-Landtagsfraktion und unserem Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer, der Sie sehr herzlich grüßt. Aber ich kann zwischenzeitlich ja auf einige Heimattage hier in Dinkelsbühl zurückblicken, wenn auch nicht ganz viele mit meinem Herrn Oberbürgermeister, aber ich arbeite dran. Und obwohl das eine Veranstaltung ist, die jedes Jahr stattfindet, ist es doch für mich immer was Besonderes, wenn ich diese Einladung hier in Händen halten darf. Ich möchte vielleicht in einigen wenigen kurzen Worten Ihnen auch darlegen, warum es für mich etwas Besonderes ist, hier bei diesem Heimattag dabei zu sein. Es hat sicherlich politische Gründe, aber es hat in allererster Linie auch persönliche Gründe. Für mich war es immer so, dass mir die Siebenbürger in einer besonders freundlichen, in einer besonders herzlichen Art und Weise entgegengekommen sind. Und über die Jahre hinweg haben sich daraus auch, gerade mit den Freunden hier aus Dinkelsbühl, Freundschaften entwickelt. Und da war es für mich eine Freude und ich möchte sogar sagen, ja, eine Ehre, als man mich dann gefragt hat, ob ich nicht als der Stimmkreisabgeordnete, der hier auch für Dinkelsbühl zuständig ist, mit ihrem Verband beitreten möchte. Und ich freue mich seitdem jedes Mal, dass ich diese Ehre, diese Freude habe, Mitglied in diesem Verband und Mitglied in dieser wunderbaren Gemeinschaft zu sein. Und ich möchte mich dabei oder dafür bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Aber ich habe auch gesagt, dass es politisch etwas ganz Besonderes ist, hier bei diesem Heimattag dabei zu sein. Der Verband der Siebenbürger Sachsen, die Landsmannschaft der Siebenbürger, stehen für Dinge, die, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit unheimlich wichtig sind. Nämlich für ein modernes Geschichtsbewusstsein, für ein modernes Traditionsverständnis. Sie, und das spürt man auch hier beim Heimattag, stehen für Offenheit über Landes- und Staatsgrenzen hinweg. Und ich bin mir sicher, dass es der richtige Weg war und ist, den Sie gewählt haben, den Blick nicht nur auf der einen Seite zurückzurichten, das ist sicherlich auch nötig, sondern eben auch nach vorne in die Zukunft und auch in die Zukunft eines gemeinsamen Europas, wie es ja auch bei den Vorrednerinnen, auch bei dir, liebe Silvia, bereits angeklungen ist. Und ich glaube, das Stichwort Europa ist auch unheimlich wichtig in diesem Zusammenhang. Wir hatten ja vor wenigen Wochen die Europawahl. Und unabhängig vom Ergebnis, glaube ich, kann man eines festhalten. Für mich war es erfreulich, dass im Zuge dieser Wahlen das Thema Europa wieder mehr in die Diskussion gekommen ist, wieder mehr in den Vordergrund gerückt worden ist. Und ich hoffe, dass es nicht nur ein kurzes Strohfeuer war, sondern dass es auch längere Zeit Gültigkeit hat. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir Europa, die europäische Idee, wieder mehr in den Mittelpunkt unseres Denkens, unseres Bewusstseins dementsprechend rücken. Und wenn es jetzt gelingen soll, dann ist es aber mindestens ebenso wichtig, dass wir Menschen haben, die diese europäische Idee leben, die dafür brennen, die zeigen, was man daraus machen kann. Und wenn ich ein Beispiel dafür nennen soll, dann glaube ich, sind Sie, diese Siebenbürger, diejenigen, die es in ganz hervorragender Art und Weise tun, die Europa auch nach außen hin zeigen und deutlich machen. Friede, Freiheit, Demokratie und Gemeinschaft, so wie es auch im Motto dieses Heimattages zu finden sind, das sind die Kernpunkte unseres Europas. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, beileibe keine Selbstverständlichkeiten, wie man mit einem Blick in viele Teile dieser Welt, wo Krieg, wo Verfolgung und Vertreibung vorherrschen, wo wir dies sehen können.
Und deswegen möchte ich mich zum Schluss meines Grußwortes ganz einfach auch einmal bedanken. Bedanken aus ganzem Herzen für Ihre Arbeit, für das, was Sie über Jahrzehnte hinweg für uns alle leisten und geleistet haben. Danke sehr und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Heimattag hier in Dinkelsbühl. Für die Zukunft weiterhin alles Gute und allzeit Gottes Segen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Westphal, für Ihr Grußwort. Zu guter Letzt hören wir noch Pfarrer Hans Schneider, Vertreter der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im diakonischen Werk der EKD. Liebe Landsleute, verehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an diesem Wochenende 70 Jahre Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen feiern, so kann ich uns nur ganz herzlich gratulieren. Die Zahl 70 hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung, und zwar, weil die beiden Zahlen 7 und 10 da vorkommen und in der Vielfalt da genannt sind. Das heißt, Vollkommenheit. Etwas Ganzes, etwas Großes, etwas Gutes, ein Ziel erreicht zu haben, auf dem Gottes Segen liegt. Und da darf man wirklich stolz sein und feiern. Das wollen wir in diesen Tagen auch tun. In den verschiedenen Veranstaltungen, im Gottesdienst, in unseren Gesprächen und Begegnungen wirklich diese Gemeinschaft zu pflegen. Und wir Siebenbürger können das. Aber nicht nur hier, sondern auch sonst, wo wir sind, in unseren Kreisgruppen, beim HOGs. Und eine ganz herzliche Einladung sende ich heute auch raus zu unserem 35. Siebenbürger Kirchentag, der Ende September in Mannheim stattfindet. Auch Gemeinschaft gepflegt im Sinne unserer evangelischen Tradition. Und weil wir an diesem Wochenende auch das Pfingstfest feiern, das Fest des Heiligen Geistes und der Geburt der Kirche, der Gemeinschaft, die uns zugrunde liegt, so möchte ich im Namen unserer Gemeinschaft der evangelischen Sachsen und Banater Schwaben und der Siebenbürgischen Pfarrgemeinschaft auch in Verbundenheit mit unserer Heimatkirche in Siebenbürgen wünschen, dass der Heilige Geist in seiner Güte und Weisheit uns erfülle, uns allen ein frohes Fest schenke, einen guten Heimattag und gesegnete Pfingsten. Danke. Vielen herzlichen Dank für das letzte Grußwort. Wir sind jetzt am Ende angekommen von der Eröffnungsveranstaltung und wir möchten uns bei allen Rednern, aber auch bei den Zuschauern für die Aufmerksamkeit bedanken. Ebenso auch schöne Feiertage hier in Dinkelsbühl und schöne Heimattage. Es folgt noch ein Stück von unseren zwei Musikanten. Es heißt Presto von Christian G. Abbert. Vielen herzlichen Dank.